Also als wir angefangen haben, war Internet, also wirklich in den Anfangsbuchstaben, da gab es einen Browser und die Leute wussten nicht, was Internet ist, wo das www aufgekommen ist, ja. Und da musste man den Leuten zuerst erklären, dass man online eben auch E-Commerce etwas kaufen kann. Flowcast mit Flavio Kamensind. Flavio Kamensind spricht mit erfolgreichen Zeitgenossen über ihr ganz persönliches Flow-Rezept. Was haben sie erreicht? Was treibt sie an? Ihr persönlicher Weg zum Erfolg, Passion und Top-Performance im Business und Leben. Und was hält sie im Flow? Flowcast. No Trash Talk, just Flow. Schon mit 17 Jahren gründete er seine erste Firma und importierte Macintosh-Computer. Dann ging es steil weiter mit Auktion 24 Jahre später zu Ricardo.ca wurde. Und heute hat er einen neuen Online-Shop, nämlich Belliani.ca, einer der größten Online-Shops für Möbel, kann man sagen. Herzlich willkommen in die Sendung, Stefan Wittmer. Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, bei dir zu sein für das Interview. Ebenfalls. Zuerst muss ich mal sagen, normal starte ich mit einer immer gleichen Frage, aber jetzt muss ich dir sagen, Stefan, ich habe ja ein wenig ein schlechtes Gewissen. Unser Mobiliar ist nicht Belliani-Style. Gar nicht Belliani-konform. Ich habe nie deine Videos gesehen, nur deine Podcasts höre ich ab und zu beim Joggen. Und jetzt, wo ich hier bin, muss ich sagen, dass dieses Problem müssen wir lösen, gemeinsam. Gut, am Ende der Sendung finden wir sicher eine Lösung, ganz hoffentlich, genau. Stefan. Ich freue mich. Ja, jetzt zur üblichen Frage, die erste, du kennst es ja, wenn du schon hörst. 1 bis 10, wie fest bist du im Flow? Also, es hängt davon ab, wie du den Flow definierst. Ja? Also momentan, ich fühle mich sehr gut, wir waren ja Mittagessen zusammen. Aber ich würde sagen, zum Kalibrieren sage ich jetzt eine 5. Und dann schauen wir, wie sich das jetzt steigert über das Interview. Grundsätzlich im Leben würde ich auch sagen, geht es mir sehr gut und ich bin meistens in Flow. Von wo holst du die Energie, den Flow? Ich glaube, das bringe ich fast selber irgendwie mit, die Energie. Ich bin jemand, der auch mit den Füßen ständig da hin und her zappelt und muss ständig irgendetwas machen. Das bringe ich von der Natur aus mit. Okay, interessant. Wir schauen noch, wir haben schon im Intro etwas über die Businesses gesprochen. Vielleicht kurz zu dir persönlich, wenn du dich selber beschreiben müsstest oder jemandem erzählen, wer ist der Stefan? Wer ist der Stefan? Also ich bin 48 Jahre alt, definiert man mein Alter. Ich bin jemand, der sehr gerne reist. Ich war schon in über 100 Ländern, ist eines meiner Hobbys. Und ich arbeite sehr gerne und ich habe schon immer sehr gerne gearbeitet. Man könnte sagen Workaholiker, aber im positiven Sinn. Also es gefällt mir, ist quasi mein Hobby. Und bin jemand, der, ich würde auch sagen, vielleicht sehr sozial ist. Also ich habe gerne Freunde um mich herum, Familie, unternehme gerne Sachen. Und wenn du sagst Workaholic, gab es auch schon Zeiten im Leben, wo es zu viel Arbeit war und du eine Pause einlegen musstest vielleicht sogar? Nein, das hatte ich zum Glück nicht. Ich habe aber auch schon Pausen eingelegt. Später nach einem weiteren Startup, We Tell You, da war ich mal richtig reisen und habe dann den Flugschein gemacht, gelernt zu fliegen, dann den Hochseeschein. Das war so eine Pause von einem Jahr, sage ich jetzt. Aber nicht, weil ich musste, sage ich jetzt, sondern weil ich wollte, mir diese Zeit nehmen, was anderes im Leben zu machen. Okay, super. Du hast ja früh begonnen mit der eigenen Firma, schon mit 17, da haben wir eine Gemeinsamkeit. Ich habe auch dann meine Firma gegründet. Warst du schon auf einem Pausenplatz, der Unternehmertyp? Auf dem Pausenplatz wahrscheinlich noch nicht, obwohl ich aber früher mit diesen Murmeln gespielt, aber das war nicht so unternehmerisch, dort habe ich mehr verloren. Und als Unternehmer sollte man schauen, dass man mehr Geld macht als verliert. Nein, aber das kam natürlich, indem wir haben nie Sackgeld gekriegt von zu Hause. Vater hat immer gesagt, wenn ihr Geld wollt, müsst ihr arbeiten. Und ich habe dann früh angefangen, bei dem Migros Gestelle aufzufüllen, beim Computergeschäft gearbeitet. Und wollte dann quasi mir einen Apple-Computer leisten. Die waren extrem teuer damals und habe auf das gespart und habe dann in den USA einen gekauft, importiert, weil die einfach nur die Hälfte gekostet haben. Und als ich den hatte, habe ich gemerkt, ja, ich könnte den ja mit Profit verkaufen und habe dann gleich meinen ersten Computer wieder verkauft, Geld gemacht und dann wieder einen importiert, wieder verkauft und so ist das quasi gewachsen und am Schluss wurde das nicht. Und du warst...
Der erste, der, glaube ich, Apple Macs importiert hat, in nicht, ganz Europa sogar. Nicht importiert, sondern da gab es noch andere, also DataQuest als Beispiel, die haben mit mir angefangen, die Jungs. Aber ich war der erste in Europa, der Apple Computer über das Internet verkauft hat. Und das war eine Zeit, wo da kam der Netscape-Browser auf, da kam Yahoo auf, das war so too early. Das heißt, ich habe eine schöne Webseite gehabt, MacDirect, weiß nicht, ob es die noch gibt. Aber gekauft hat niemand die Computer online, sondern ich habe sie auch sonst einfach verkauft. Okay, ja. Aber du hattest schon einen Job, man konnte bestellen. Ich hatte einen Job und es gab schon Probleme mit Apple, weil Apple hatte noch keine Webseite, glaube ich, oder keinen Job und so. Das war noch interessante Zeit. Ja. Du warst früh unternehmerisch tätig. Wusstest du schon immer, dass es in diese Richtung gehen wird? Nein, überhaupt nicht, weil ich war zwar unternehmerisch tätig, habe das gemacht, habe mir dann auch überlegt, nach dem Studium, soll ich die Firma jetzt noch größer machen oder soll ich irgendwo arbeiten gehen? Das war dann diese Entscheidung. Ich habe dann mit einem Professor gesprochen und der hat gesagt, ja, er würde mir empfehlen, die Welt zu sehen. Und ich wollte ja eben ins Ausland und ich wusste, mit meinem Mac-Shop war ich sehr limitiert, mit meinen Beziehungen, hatte sehr viele Werbeagenturen in Zürich und so weiter, das waren meine Kunden, aber es war nicht international und ich wollte die Welt sehen. Und dann bin ich zu Anderson Consulting, eine Beratungsfirma, die jetzt Accenture heißt, und dort konnte ich dann in London arbeiten, in Deutschland arbeiten. Ich wurde in die USA transferiert und es war eine gute Erfahrung, in verschiedenen Industrien zu arbeiten, verschiedene Probleme bei Firmen zu sehen. Also ich habe quasi beides gemacht, unternehmerisch, aber auch in Großfirmen. Und dann kamst du zurück aus Amerika in die Schweiz. Oder die Geschichte ist noch etwas anders, was du mir beim Mittagessen erzählt. Du hast gesehen in Amerika, wie hast du Potenzial, solche Plattformen Auktionen haben, oder? Ja. Und hast deinen Bruder angerufen. Ganz genau, ja. Ich habe ja in den USA, ich wollte in die USA gehen wegen dem Internet. Also ich war schon begeistert eben von diesem ganzen Internet und für mich war klar, das ist die Zukunft, ganze E-Commerce, und habe dann geschaut, dass ich eben in die USA transferiert werde, habe eine Green Card beantragt und konnte dann für Accenture in den USA arbeiten und dort auf E-Commerce-Projekten. Das war wirklich die Early Days, sage ich jetzt, vom ganzen Internet. Und habe einfach dort gesehen, wie ein Amazon funktioniert, wie ein eBay eben funktioniert. Und mein Bruder hat ein erfolgreiches Computergeschäft in der Schweiz, Computer Express, mit, glaube ich, 10 Filialen. Und ich habe ihm dann berichtet und gesagt, hey, in Amerika gibt es zwar ein eBay und die verkaufen Produkte im Auktionsverfahren. Und da hat er so eine Shareware für $10 gekauft und hat die auf seine Webseite getan und hat mal einen Computer ab 1 Euro versteigert und seine Kunden angeschrieben per E-Mail. Und dann ging der Computer für mehr weg als in seinem Shop, weil die Leute das so cool fanden, mitzusteigern. Und ja, da hat er wieder einen Computer verkauft und wieder einen Computer. Und so bin ich, jeden Abend habe ich mit ihm telefoniert. Und jeden Sonntag haben wir wirklich den ganzen Tag herumstudiert, was könnten wir machen. Wir könnten noch andere Sachen wie Computer verkaufen. Und da hat er mal so Pfannen importiert aus Asien statt Computer, hat die versteigert und das hat alles funktioniert. So hat das Ganze angefangen eigentlich. Und du warst auch noch in Amerika, also angestellt, dein Bruder hier in der Schweiz. Ja. Und dann kam der Moment, wo du gesagt hast... Ja, der Moment kam dann, also wir haben schon gesagt, ja, sollen wir das jetzt richtig machen oder nicht? Und dann gab es den Tag, wo eBay in Deutschland Alando gekauft hat. Das war quasi das Pendant zu Auktion 24 in Deutschland. Und da wussten wir, okay, jetzt müssen wir Vollgas geben. Wenn wir da langsam sind, dann, ja, dann haben wir keine Chance. Und ich habe dann zum Erstaunen oder Entsetzen meiner Eltern gleich gekündigt. Und ich wurde, ja, ich habe so lange gekämpft, um in die USA zu gehen, die Green Card. Ich wurde befördert, ich hatte ein tolles Team. Es lief alles super, oder? Und von einem Tag auf den anderen sage ich, ey, ich muss zurück. Ich muss das machen. Ich wusste, ich muss diese Internetgeschichte machen. Gekündigt und bin dann eben zurück in die Schweiz und habe mit meinem Bruder, der ja noch sein Computergeschäft hatte, haben wir parallel dieses Ricardo Aktion 24 aufgezogen. Zuerst mal einfach ein Brett auf zwei Holzkisten und ohne Bürostuhl, sondern wir sind auf Holz, auf Kartonkisten gesessen und so haben wir angefangen, dieses Ricardo groß zu machen. Was war so der Moment, wo du gespürt hast, jetzt muss ich da weg und in die Schweiz zurückkommen? Eben dein Umfeld, deine Eltern haben gesagt, hey, spinnst du, oder? Ja, ich habe es eigentlich schon vorher gespürt, dass es läuft. Es war dann einfach die Frage, ja,
können wir das jetzt so parallel ein bisschen betreiben oder müssen wir fulltime da rein? Und als dann eben die, sag ich, die Konkurrenz in Europa jemand gekauft hat, da wussten wir, entweder machst du es richtig oder man lässt es einfach so sein. Und wir haben uns entschieden, weil wir gespürt haben, beide, der Bruder und ich, dass das wirklich eine Webseite, die natürlich einfach Tausende von neuen Leuten anzieht, wo Sachen verkauft werden erfolgreich. Wir wussten einfach, dass das funktioniert. Da war die Überzeugung eigentlich da. Und sobald jemand, eben der Konkurrent, gekauft wurde, haben wir gesagt, jetzt machen wir es richtig für die Schweiz und dann expandieren wir in ganz Europa. Jetzt machen wir das richtig. Du hast dann die Priorität gesetzt, den Fokus vielleicht auch. Wie wichtig war das, dass du da dich fokussiert hast auf dieses Business? Ja, da gab es nichts mehr nebenan. Also da gab es nicht mal mehr fast ein Privatleben. Das waren in jungen Jahren, sage ich jetzt, oder? Wir haben so Gas gegeben, wir haben sehr wenig geschlafen. Und wir haben von morgens bis abends einfach gearbeitet und es wurde ja alles natürlich groß. Also wir mussten schauen, dass die Webseite nicht zusammenbricht. Wir hatten zu wenig Programmierer, wir sind dann nach Russland gegangen, haben dort am Schluss über 70 Programmierer aufgebaut, ein eigenes Entwicklungsteam aufgebaut. Ein guter Freund von mir ist dann rübergegangen, hat das geleitet. Aber wir waren extrem fokussiert auf unser Geschäft, plus wir hatten auch noch eine Herausforderung, weil der Tagesanzeiger, denen gehört jetzt heute Ricardo, die haben sie ja vor kurzem, glaube ich, für 250 Millionen oder so etwas gekauft. Die haben mit uns gestartet eigentlich, mit Auction Winner und Auction Max. Die hatten zwei Plattformen und die kamen zu uns, der Projektleiter dort, und die haben uns gesagt, ja, wir sollen doch aufhören mit unserer Plattform. Sie würden so in 2 Wochen starten und mit ganzseitigen Inseraten und so weiter. Und wenn man das an einem Unternehmer sagt, dann hat man erst recht, wir geben Vollgas und wir zeigen es denen, diesem Konzern. Und die hatten ja keine Chance gegen uns. Ja. Auch eBay hatte keine Chance gegen uns. Ricardo ist jetzt noch die Nummer 1 für Aktionen. Was habt ihr da so anders gemacht, dass die Mitbewerber gar keine Chance hatten? Ich glaube, der Schlüssel war, indem wir eben eigene Produkte noch verkauft haben. Durch das Computergeschäft von meinem Bruder war das möglich, dass wir Computermäuse, Tastaturen, alles Mögliche verkauft haben. Plus wir haben angefangen, Container zu importieren mit Velos, mit Geschirr, allem Mögliche, mit Möbel und so weiter. Und wir haben all diese Produkte ab einem Schweizer Franken knallhart eingestellt und verkauft. Für die Kunden, die auf die Plattform das erste Mal kamen, war das super attraktiv. Die haben da gesehen, Computer ab einem Franken, da haben sie mal mitgeboten, da wurde es 5 Franken, haben sie wieder geboten. Und so haben die Leute dieses Auktionsprinzip dann kennengelernt und hatten eine Bandbreite an sehr attraktiven Produkten. Unsere Konkurrenz, der Tagesanzeiger, als Medienhaus, die konnten nichts an Lager nehmen. Das ist wahrscheinlich eine Policy, oder? Und ihre Plattform war einfach immer leer. Und wenn du auf so eine, kannst ein ganzseitiges Inserat machen, dann kommt der Kunde, schaut sich die Plattform an und sieht einfach nichts. Wie 100 Angebote, wir hatten Tausende, oder? Und darum ist unsere Plattform dann einfach immer schneller gewachsen. Und das war dieser Netzwerkeffekt, dass der Größere immer größer wird, weil er attraktive Produkte hat, zieht viele Kunden an, die Kunden gehen dort, wo es viele Produkte hat. Und da ist das quasi natürlich gewachsen. Plus, wir haben bei uns, eben konnte man dann Tickets für Konzerte wurden versteigert zu extremen Preisen zum Teil. Da hat der Markt gespielt, oder? Wir hatten selbst... Das Lustigste war, glaube ich, sogar eine Prostituierte, die sie versteigert hat. Hat da jemand ersteigert und hat sie reklamiert, dass der Kunde nicht zu ihr gekommen sei und so weiter. Also wir konnten ein bisschen mehr machen als jetzt so ein Tagesanzeiger. Und habt ihr das auch alles immer zugelassen? Ja, oder gab es Momente, wo ihr gesagt habt, hey, das geht jetzt nicht? Nee, wir haben das zugelassen. Wir haben selbst bei uns hat jemand irgendwie ein Mondgrundstück gekauft. Das war witzig, aber es hat dann, glaube ich, auch nicht bezahlt. Also das war am Anfang halt noch alles locker. Aber es hat uns gute Publicity gebracht. Aber die Leute haben sehr erfolgreich ihre Sachen verkauft. Wir hatten, als wir die Firma verkauft haben, glaube ich, über 60 Millionen Umsatz über die Plattform. Also es hat richtig gut funktioniert. Und auch für uns, wir hatten über 100 Mitarbeiter. Wir waren eigenfinanziert. Ich hatte mein wenig Geld, alles, was ich da vom Macshop verdient hatte, alles investiert in Ricardo, mein Bruder auch. Aber der Rest, über den Cashflow konnten wir uns finanzieren, über 100 Leute bezahlen und so weiter. Und das ist durch das Handelsgeschäft eigentlich, oder? Und du hast es schon gesagt, dann kam Ricardo aus Deutschland, oder? Und die haben euch dann aufgekauft. Die haben uns aufgekauft, die waren schon in mehreren Ländern. Wir wollten auch expandieren ins Ausland. Also ich hatte schon 15 Leute aus ganz Europa angestellt, die nach Zug geholt, Arbeitsbewilligungen für alle. Trainiert, wie wir das in der Schweiz gemacht haben. Und die Idee war, jetzt machen wir dasselbe in Frankreich, in Deutschland und so weiter.
Aber wir haben dann gemerkt, die Konkurrenz in der Schweiz gegen uns hat auch keine Chance, weil es schon uns gab als größerer Player. Also wussten wir, wenn wir jetzt nach Frankreich gehen, dort gibt es auch schon Players wie wir, da haben wir genau gleich auch keine Chance, wenn wir dort anfangen. Und da war für uns klar, wir können nicht mehr expandieren. Und wir wollten, mein Bruder und ich wollten etwas Internationales machen und dann gab es diese Gespräche, sowohl mit QXL in England, das war ein großer Player damals, und mit Ricardo. Und die Bewertungen waren diesem, ja, damals einfach nicht normal, sage ich jetzt, oder? So, dass wir einfach gesagt haben, okay, also wenn die bereit sind, so viel zu zahlen, ja, dann verkaufen wir die Firma. Ja. Ja. Und du warst dann da ja im ersten Jahr, glaube ich, noch mit dabei. Genau, ich musste mich natürlich verpflichten, ja, einen Nachfolger zu finden, einen Geschäftsführer, haben wir dann gefunden mit Peter Oertlin, der das sehr gut gemacht hat. Und mussten eben quasi noch Mitarbeiter, mein Bruder war für die ganze IT zuständig, hat für die ganze Ricardo-Gruppe dann die Informatik gemacht noch. Und nach einem Jahr ungefähr konnte ich dann gehen, weil es dann sowieso auch schwierig ist, als Gründer noch in einer Firma zu bleiben, wo es einen neuen Chef gibt, oder? Es kann einfach nicht so zwei Chefs geben, außer man versteht sich extrem gut, dann kann es funktionieren, aber sonst wird es schwierig. Das war so 99, 2000, 2000, oder? Ja. Wo dann verkauft wurde. Ja. War das für dich auch schwierig, dann loszulassen vom Projekt? Das ist ja immer so das, wo der Unternehmer sagt, hey, jetzt muss ich mein Baby abgeben, eigentlich. Ja, das haben wir unterschätzt. Also ich denke, es wäre eigentlich besser, wenn man wirklich, also wir hätten eigentlich noch länger bleiben sollen vertraglich, aber man muss schauen, dass der Gründer die Möglichkeit hat, rauszugehen, weil wenn man nicht mehr der Chef ist, ich glaube, das ist extrem schwierig, wenn man sein Baby aufgebaut hat, und man sollte eben auch dem Nachfolger den Space geben, dass er gestalten kann, wie er will, oder? Und nicht das Gefühl haben, man muss jetzt ständig reinreden und so weiter. Ich glaube, für beide Seiten ist es eigentlich besser, wenn man das klar definiert, wie so ein Ausstieg aussehen kann. Ja. Das ist jetzt 19 Jahre her, wenn du da so zurückblickst und das Portal heute siehst, ist man da manchmal so ein wenig traurig und denkt, ah, hätte ich das doch behalten. Nein, also ich bin eigentlich stolz. Mein Ricardo ist immer noch sehr erfolgreich. Es hat schon ein paar Zeiten gegeben, wo ich denke, Ricardo hätte mehr machen können. Wenn ich es vergleiche in Polen gab es auch so jemanden wie wir, und der hat damals hat er das Richtige gemacht, meiner Meinung nach. Der hat Immobilien aufgebaut auf der Plattform, der hat Autos aufgebaut, Ricardo hat das auch gemacht, aber auch Jobs. Also diese typischen Kleinanzeigen hätte Ricardo alles machen sollen, weil es ja den Traffic hatte und so weiter. Und noch ein paar andere Geschichten, denke ich, hätte Ricardo gut machen können, und das wurde einfach dann verschlafen oder nicht gemacht. Und das ist ein bisschen traurig, aber ich denke, Ricardo ist immer noch sehr erfolgreich. Und das macht einem schon stolz, dass man so eine Firma aufgebaut hat im Markt. Ja. Sonst kannst du es vielleicht irgendwann günstig zurückkaufen. Ja. Wenn sie nicht mehr weiter wissen. Ja, genau. Aber traurig bin ich nicht, sondern eher stolz. Ja. Du hast ja auch ein neues großes Business aufgebaut, über das sprechen wir gerade. Vielleicht noch kurz zu unseren Fragen, wenn wir im Flowcast sind. Was sind so die typischen Dinge im Leben, die dich überhaupt in Flow bringen? Was bringt mich in Flow? Ich würde sagen, das ist, vielleicht muss man eher definieren, was verstehe ich unter Flow. Mhm. Ja, für mich ist Flow, wenn es einfach läuft, ja, so wie der Fluss, oder? Go with the Flow, es läuft einfach und ich vergesse ein bisschen, was links und rechts ist, bin irgendwie in einem Thema oder in etwas drin und es läuft und nachher, oh, jetzt sind 4 Stunden um und es hat einfach alles gut funktioniert und ich habe irgendetwas hingekriegt. Also wenn ich so jetzt definiere. Mhm. Und dann, was bringt mich jetzt dazu? Das ist einfach, das sind wahrscheinlich x Faktoren. Das ist, wie ich mich fühle, wie es gerade läuft, ob ich kleine Erfolgserlebnisse habe, ob ich konzentriert arbeiten kann, ob ich nicht gestört werde. Zum Teil auch ein bisschen Zufall, dass es einfach läuft und dass alles genau zum richtigen Moment zusammenkommt und so weiter, irgendwie so. Gibt es auch gewisse Techniken, die du einsetzt, wo du bewusst dich in den Flow oder in gute Stimmung bringst, irgendwelche Routinen oder keine Ahnung? Ich bin vom Charakter her eigentlich wirklich so ein Sonnenschein, sagen mir meine Freunde, ja, da kann relativ viel passieren und ich bin ein positiver Mensch und so. Aber was ich mache, ich brauche viel Schlaf. Also wenn ich 8 Stunden Schlaf habe, das ist optimal. Ja. Ich kann auch mit 4 Stunden Schlaf. Ja. Ich hatte auch schon wilde Nächte und das geht auch und stehe danach auf. Aber ich sage jetzt, um richtig performen zu können, brauche ich einfach sehr viel Schlaf. Und brauche auch noch den Ausgleich. Ich gehe jetzt alle 2 Tage joggen, jetzt um den Pfäffikersee und so. Solche Sachen.
Und um richtig arbeiten zu können, da muss ich einfach mich an ein Thema ranmachen und sagen, das löse ich jetzt heute oder heute Morgen oder so, und da bin ich da drin und dann schaue ich, dass ich dann keine Termine habe, und dann mache ich das und dann fließt es eigentlich. Okay, danke für das Teilen von diesem Tipp. 2009 war es dann, wo das neue Abenteuer gestartet ist, nämlich der Online-Shop beliani.ch, also oder .com, es gehen ja alle Endungen, je nachdem, wo man gerade ist, in welchem Land, Möbel und Accessoire quasi auf Knopfdruck über das Internet verkaufen. Wie kam es dazu? Die Firma hat ja mein Bruder angefangen, die hieß damals nicht Beliani, sondern das Powerseller auf eBay in Deutschland, aus Polen aus, hat er alles Mögliche verkauft, unter anderem Möbel, aber auch eben Fahrräder, also quasi was wir bei Ricardo damals gemacht hatten, und Möbel haben extrem gut funktioniert. Und ich bin dann ein bisschen später dazu gestoßen und wir haben dann eben gesagt, wir verkaufen jetzt nur noch Möbel und nicht so ein Gemischtwarenladen, wo man alles Mögliche kaufen kann. Und wenn es in Deutschland funktioniert, funktioniert es wahrscheinlich auch in der Schweiz. Und wenn es in der Schweiz funktioniert, vielleicht auch in Frankreich und so weiter. Und so sind wir dann jetzt eben in 19 Länder expandiert. Uns hat jedem Land funktioniert, also nach 6 Monaten waren wir quasi profitabel im Land. Und warum jetzt Möbel? Man kann ja alles Mögliche verkaufen, aber ja. Möbel ist halt eine Kategorie, die im Internet noch sehr, noch keine Penetration hat. Das heißt, in der Schweiz oder in Europa kaufen vielleicht 3% der Leute Möbel online, verglichen mit Elektronik, wo über 50% online gekauft wird. Aber wir sehen extrem hohe Wachstumszahlen. Also jedes Jahr wachsen wir Double-Digit. Das heißt, immer mehr und mehr Leute sind bereit, Möbel online zu kaufen. Wenn man in die USA schaut, die vielleicht 5 Jahre voraus sind, dort sind schon 15% der Bevölkerung bereit, Möbel und Accessoires online zu kaufen. Das heißt, das ist eine Kategorie, die riesengroß ist vom potenziellen Volumen her, die kompliziert ist zu machen. Möbel verschicken ist nicht so ein kleines Päckchen, oder? Quer durch Europa, das ist kompliziert. Es ist ein Produkt, was zunehmend die Nachfrage finden wird online. Plus es gibt ein besseres Einkaufserlebnis, wenn man es online kaufen kann, meiner Meinung nach, als am Samstag mit Millionen von Leuten schlangenlinienmäßig durch die Möbelhäuser zu laufen. Wenigstens für die Männer, ich denke, weil nach dem ersten Möbelhaus hat man meistens genug. Und da ist einfach online, ist doch viel besser auf der Sofa-Couch mit dem Partner, wählt man ein Möbel aus, man klickt. Nächsten Tag wird es geliefert, man kann es zu Hause ausprobieren, wenn es einem nicht gefällt, kann man es kostenlos wieder zurückgeben jetzt bei uns. Das ist einfach viel, viel mehr convenient, als in ein Möbelhaus zu gehen. Ja, das ist ja extrem krass. Einerseits habt ihr natürlich attraktive Preise, ihr habt eine Garantie, dass man das quasi aussetzen kann, sogar 365 Tage theoretisch zurückschicken könnte. Ja. Das ist ja unglaublich, dass das Risiko, das ihr da eigentlich habt, und das alles noch im Online-Business. Ja, aber das haben wir natürlich gemacht, um den Leuten, wir haben uns überlegt, was müssen wir machen, damit die Leute eben Möbel online kaufen, weil man sagt normalerweise, ich muss zuerst draufsitzen, schauen, wie es ist, oder ich weiß ja nicht, ob es bequem ist, ob es passt und so weiter. Und dann, wie gesagt, wir müssen einfach radikal gratis Versand machen, wir müssen gratis rückversand, wenn es einem nicht gefällt, und wir müssen 365 Tage quasi Rückgaberecht geben, damit einfach die Leute sagen können, okay, ist quasi kein Risiko, ich kann das bestellen und wenn es mir nicht gefällt, kann ich es zurückgeben, und darum haben wir das eingeführt. Und das Risiko, also jetzt sehen wir es ja, ist klein, das ist weniger als 1% der Leute, die das Möbel zurückgeben wollen. Und das zwingt uns natürlich auch, eine gute Qualität zu liefern mit einem sehr guten Service, wo das Möbel zum Teil bis in die Wohnung getragen wird, der Kunde muss einfach dafür bezahlen, es wird aufgebaut, wenn er will, das alte Möbel entsorgt. All diese Serviceleistungen haben wir dann eingeführt. Und ihr seid da extrem erfolgreich unterwegs. Ihr habt dieses Jahr euer 10-jähriges Jubiläum schon. Habt über 1 Million zufriedene Kunden, vielleicht schon mehr, als ich da gelesen habe auf der Website. Und die Mitarbeiteranzahl über 400, also enormer Wachstum in den letzten Jahren. Und in 19 Ländern. Ja. Also Amerika ist da mit dabei. Amerika, Kanada, Finnland, Europa, genau. ganz Europa. Das ist ehrlich, unglaublich. Ja. Das ist ja immer so, das habe ich dir schon erzählt. Es gibt ja viele Schweizer erfolgreiche Online-Unternehmen, aber niemand getraut sich den Schritt, wie ihr, ins Ausland zu gehen. Ja. Und dann gerade so extrem. Ja, wir haben ja eigentlich im Ausland gestartet, weil das erste Land war Deutschland und nicht mal die Schweiz. Das zweite Land war dann die Schweiz.
Aber wir hatten den Fokus dann eben, als ich eingestiegen bin, ganz klar expandieren ins Ausland. Und wir haben uns natürlich herangetastet. Ja. Zuerst die Schweiz, das hat funktioniert. Nachher Frankreich, habe ich Praktikanten eingestellt für das Französisch, alles übersetzt. Frankreich hat funktioniert. Und wenn man sieht, nach dem dritten, vierten Land, jedes Land funktioniert, man verdient mehr, als man ausgibt. Und man kann es durch das, dass wir das eben online machen, kann man das relativ zentral steuern. Im Gegensatz zu einem Möbelhändler wie einem Pfister, der seine physischen Läden hat, wenn der nach Frankreich geht, dann muss er richtig groß investieren, oder in Gebäude und so weiter. Das hatten wir nicht, wir konnten das sehr zentral machen. Und so haben wir einfach Land für Land gemacht, Leute gesucht. Und wenn wir Leute gefunden haben, die die Sprache konnten, hatten wir einen richtigen Plan, wie macht man ein Land, so eine Checkliste, und sagen kann, du musst eben mal alles übersetzen, dann brauchst du einen Payment-Provider, Logistik-Provider, lokale Telefonnummer, Bankkonto und so weiter. Und so haben wir Land für Land gemacht und auch gesehen, dass es funktioniert. Und wir sind jetzt extrem international. Also wir, bei uns eben, wir haben Schweden, wir haben Spanier, wir haben Finnen, Ungarn, alles Mögliche. Also eine extrem internationale Firma geworden. Da gibt es sicher auch viele Herausforderungen. 19 Länder, da brauchst du ja Logistikcenter weltweit. Ja, also Herausforderungen haben wir extrem viele. Und das, die Internationalität bringt natürlich auch Komplexität mit sich. Und Logistik ist eigentlich das Hauptthema bei uns. Also im Möbelhandel, weil Möbel groß, sperrig sind, anfällig für Transportschäden, ist die Logistik der größte Kostenfaktor, den wir haben. Also mehr als Marketing und mehr als Personal. Und wir sind eigentlich eine Technology-Logistikfirma, würde ich sagen. Mhm. Und wir haben natürlich auch daraus gelernt und haben halt angefangen, sehr viel selber zu machen. Früher haben wir viel outgesourced an Speditionen, die Lagerhaltung gemacht haben und so weiter. Und mittlerweile betreiben wir eigentlich überall die Lagerhaltung selber. Wir haben in Deutschland ein 20.000 Quadratmeter großes Lager gebaut. Also das sind 20 Meter mal 1000 Kilometer quasi, oder, von der Größe her. Das ist riesengroß, oder? Und das ist unser Hauptlager, das ist näher von Hamburg, weil die Container kommen ja per Seefracht bei Hamburg rein. Also wollten wir etwas haben, das nahe ist von Hamburg, wegen den Kosten. Und von dort bringen wir nachher die Ware in die Schweiz zum Beispiel täglich. Jede Nacht fährt ein Sattelschlepper von Deutschland in die Schweiz und bringt die Ware, die verkauft wurde, sodass sie am nächsten Tag ausgeliefert werden kann. Und das machen wir auch mit Italien und mit Ungarn, mit Tschechoslowakei und so weiter. Also ein extremes, komplexes Logistik. Ist extrem komplex, ja. Ja. Wir sind extrem vertikal integriert. Das fängt an vom Einkauf. Wir haben über 450 Fabriken, die für uns produzieren. Wir gehen dorthin und sagen, wir hätten gerne diesen Tisch. Also jetzt eben nicht diesen, wo wir da sind, sondern einen Beliani-Tisch. Wir sagen die Platte muss so und so viele Zentimeter sein, dieses Holz, diese Verarbeitung, dieses Metall, diese Verpackung und so weiter. Die produzieren das für uns, dann organisieren wir den Seetransport, also mit den Reedereien, füllen wir die Container und bringen das dann, jetzt als Beispiel von Asien, von China zum Beispiel, nach Hamburg. Dort sind wir an die Verzollungssysteme angeschlossen mit unserem System und machen die Verzollung selber. Dann haben wir große Sattelschlepper, wir haben über 13 Lastwagen, nichts anderes machen als Container holen am Hafen. Die gehören uns, sind unsere Fahrer, die holen täglich in Hamburg die Container ab, die verzollt wurden, und bringen sie in unser Lager nach Witzendorf in Deutschland. Dort betreiben wir das Lager selber, wir lagern alles ein, kommt ein Barcode drauf, wird etikettiert, geht in die Lager. Wir haben die ganze Software selber programmiert, also Lagerhaltungssoftware, alles wird durch unsere Software gesteuert, bis zum Verkauf, bis zum Einkauf. Und wenn die Ware verkauft wird, die verkaufen wir über den eigenen Shop oder über Plattformen, dann liefern wir das aus, in der Schweiz zum Beispiel mit eigenen Lastwagen, die bis zum Endkunden mit einem Beliani-Shirt die Leute die Ware dann in die Wohnung bringen, auspacken, montieren und so weiter. Also alles end-to-end quasi, wirklich unter unserer Kontrolle. Wir haben sogar eine eigene Garage, die unseren Fuhrpark in Schuss hält. Ja. Wenn man dann irgendwann so groß ist, kann man das sich natürlich leisten. Oder muss ich das, weil es sich lohnt? Ja, wir haben es gemacht aus Zwang eigentlich. Ja. Genau, weil
wir sind eigenfinanziert und wir mussten einfach jeden Euro oder Franken, den wir ausgeben, müssen wir uns überlegen. Und als wir gesehen haben, diese Garagen, die sind so teuer. Wenn man ein Auto, das kennt jeder privat, wenn man ein Auto in die Garage bringt, Lastwagen ist noch teurer. Da haben wir gesagt, ja, ist vielleicht, wenn wir so viele Lastwagen haben, macht es einfach Sinn, dass wir es selber reparieren. Wir stellen, jetzt haben wir, glaube ich, 5 oder 6 Automechaniker und können auch die Qualität dann sicherstellen. Und das haben wir aus der Not gemacht. Auch das Ausliefern selber haben wir aus der Not gemacht, weil die Speditionen nicht mehr nachkamen mit dem Volumen, reklamiert hatten, dass sie an Endkunden etwas ausliefern müssen. Und die Endkunden sind halt, die haben keine Bürozeiten, ja? Die sind nicht immer zu Hause, da muss man Termin abmachen. Das war für die Speditionen ein bisschen Neuland. Mhm. Und aus der Not heraus haben wir all diese Sachen gemacht. Und wir sind von der Mentalität her ein bisschen, dass wir immer das Gefühl haben, wir können es besser. Und zum Teil können wir gewisse Sachen wirklich auch besser als herkömmliche Firmen. Ja? Du hast extrem viel Erfahrung im E-Commerce, im ganzen Online-Shopping-Business. Also du hast ja mit 17 deinen ersten Job gehabt. Wenn du jetzt so zurückblickst, du bist jetzt, das ist ja, was ist das, 20 ja, Jahre fast her oder mehr. Was hat sich da so verändert in dieser Szene? In dieser Szene? Ja, man, es wurde einfach sicher mehr akzeptiert. Also als wir angefangen haben, war Internet... Also wirklich in den Anfangsbuchstaben, da gab es einen Browser und die Leute wussten nicht, was Internet ist, wo das www aufgekommen ist. Ja. und da musste man den Leuten zuerst erklären, dass man online eben auch E-Commerce etwas kaufen kann und dass es sicher ist und so weiter. Und das ist jetzt fast völlig normal. Also ich sage jetzt meine Praktikantin in der Schweiz, die ich hatte, die haben auf dem Handy in China schon ihre Sachen bestellt bei AliExpress. Die hatten keine Hemmschwelle mehr. Mhm. 20 Jahre früher war das, gab es noch die Handys nicht, aber das war unvorstellbar, etwas im Ausland zu bestellen, geschweige denn über Internet und so weiter. Also das ist jetzt quasi heutzutage akzeptiert. Gewisse Branchen mehr, Reisen, die meisten Leute buchen jetzt die Reise online, oder? Und gehen nicht mehr in ein Reisebüro, außer es ist etwas Komplexes. Elektronikartikel, Bücher kauft man auch sehr oft online. Und so kommen jetzt Kategorie für Kategorie, Fashion, mit Zalando, oder? Ist extrem populär geworden. Möbel wird auch kommen, muss aber jetzt die nächsten 20 Jahre schauen, wie das kommt. Das wird extrem wachsen. Das hat sich verändert. Das andere, was sich verändert hat, ich glaube, dass im Internet jetzt einfach die Technologien viel reifer sind, die Services, oder? Wir mussten früher bei Ricardo, wir hatten richtige Serverparks, weil wir so viel Traffic hatten, hatten wir einfach eine Kiste nach der anderen, einen Server nach der anderen, um diesen Traffic zu managen. Das war extrem teuer, das waren teure Computer mit viel RAM und Harddisk. Heutzutage kann man in die Amazon, in die Cloud gehen. Ja. Was sich auch noch verändert hat, ist die ganze Werbung, verglichen mit früher, dass man heutzutage... Also Hauptwerbetreiber jetzt bei uns ist ganz klar Google und Facebook. Und ich denke, in Zukunft wird das noch Amazon werden. Die ist noch nicht so bekannt, aber die steigen ganz groß ins Werbegeschäft ein. Das werden die drei großen Players sein. Und dort Online-Werbung zu 80% ist bei diesen drei Playern und nicht mehr bei den Medienhäusern, Tagesanzeiger, Ringier und so weiter. Das ist ein brutaler Shift, was da werbetechnisch passiert, glaube ich. Glaubst du auch, dass langfristig, und werden wir das vielleicht sogar noch erleben, dass die Menschen irgendwann gar nicht mehr offline einkaufen gehen? Ja, ich also vielleicht nicht zu 100%, aber ich glaube, das wird in gewissen Branchen über die Hälfte wird nicht mehr offline gehen und irgendwann wird es vielleicht gar nicht mehr offline gehen, gewisse Sachen, kann ich mir gut vorstellen, sondern es wird dann eben über Video oder über die Linse, die man hat und so kommuniziert. Also ich glaube für Retail, das wird für gewisse extrem hart werden, wenn man jetzt sehr einen langfristigen Blick hat. Ich glaube, offline wird es trotzdem noch geben, so als Begegnungszone, das Soziale, Cafés, Entertainment, wird sich mehr so wandeln, oder? Aber ich bin jetzt persönlich davon überzeugt, dass extrem viel online, und das muss man auch wieder breit definieren, das Nächste, was kommen wird, ist über Voice, oder? Über Sprachbefehle, wo man gewisse Sachen einkaufen wird und nicht mehr irgendwo in den Laden die Zahnpasta kauft, sondern man sagt einfach, ich hätte gerne meine Zahnpasta und die wird dann mit dem Essen, das man so auch bekommt, auch noch die Zahnpasta geliefert und weiß nicht was alles.
Ich glaube, das wird noch viel extremer werden. Ja. Wie extrem bist du da schon? Bestellst du alles online? Essen, alles kommt automatisch nach Hause? Essen nicht, weil da braucht man in der Schweiz eine Mindestgröße. Also wenn ich jetzt Kinder hätte oder so, dann Haushalt würde ich wahrscheinlich, ich würde das online bestellen. Ja. man isst ja fast auch immer dasselbe. Yeah. Würde ich so machen. Aber wenn ich natürlich wie 200 Franken mindestens einkaufe, im Zwei-Personen-Haushalt, das lohnt sich nicht. Aber sonst, ich muss sagen, ich bestelle extrem viel online. Ich habe auch kein Problem in China, gewisse Accessoires zu bestellen für die Küche oder irgendetwas, weil es kommt sowieso aus China. Ja. Und ich mache das auch bei AliExpress und bestelle so. Also ich bin sicher vom Typ her sehr, sehr online-affin und teste auch gerne die Online-Shops natürlich aus. Das ist auch für mich so, sieht man wieder, was die Konkurrenz macht oder andere. Man kann wieder daraus lernen. Ja. Wenn das jetzt jemand hört und findet, hey, ich muss da auch in dieses Online-Business, ich muss einen Online-Job haben, was glaubst du, was kannst du für einen Tipp mitgeben, wenn da ein Junger zuhört und sagt, hey, Belliani, die machen das so gut, wenn das sogar mit Möbel geht, dann muss ich das auch mit kleinen Produkten schaffen können. Ja, also, na gut, muss ich überlegen, bei Möbel muss man ein bisschen weniger verkaufen, weil ich sage jetzt, so ein Sofa-Lounge kostet vielleicht 1000 Schweizer Franken, wenn du anfängst, Gläser zu verkaufen, bist du vielleicht bei 3 Franken, dann musst du einfach viel mehr Gläser verkaufen als das Sofa. Aber ich denke, wenn jemand sagt, hey, ich möchte das machen, dann sage ich, hey, unbedingt machen, versuchen. Es gibt zig Möglichkeiten, wo du mit wenig Risiko, du kannst einkaufen, das ist eine globale Welt, oder? Du kannst anfangen, in Osteuropa oder Asien, wo auch immer, Produkte einzukaufen. Und du kannst die auf den eigenen Shop oder du kannst sie auch auf Plattformen stellen, in der Schweiz, Ricardo, Galaxus und so weiter, kannst du dort anfangen, die Produkte zu verkaufen, im Ausland Amazon, oder? Da gibt es zig Beispiele für Leute, die nur über Amazon große Geschäfte aufgebaut haben. Das kann man machen. Man muss sich aber immer überlegen, man ist ja nicht der Einzige, der das macht, man muss sich immer überlegen, was mache ich jetzt besser oder anders als die anderen. Weil ja, andere haben vielleicht auch diese Idee. Man muss irgendetwas besser können und sonst hat man so eine extreme Konkurrenz, wo die Marge am Schluss dann fast bei null ist. Bei voller Konkurrenz, oder? Hast du keine Monopolrente mehr. Also am besten hast du ein Business, wo du ein Monopol hast, weil da kannst du die Monopolrente abschöpfen. Das wäre das ökonomisch gesehen, also für den Inhaber das beste Business. Und dort, wo du volle Konkurrenz hast, ist schwierig. Also musst du irgendwo eine Nische finden, wo du deine USPs hast, irgendetwas besser können als die anderen. Wir haben das beim Lunch besprochen. Ich würde sagen, und du teilst das, glaube ich, auch, es ist nicht einfach, haben wir gesagt, aber der Eintritt ist heute eigentlich so einfach wie noch nie. Ja. Also eben, du hast gesagt, 80% kommt via Google und Facebook und quasi für 5 Franken kann ich da mal eine Ad schalten zu einem Produkt oder einem und Business. Einfach mal, versuchen. Ja? Also, und ich sage jetzt, Google wird immer einfacher. Jetzt gibt es noch Agenturen, die das Ganze machen. Ich bin sicher, in 5 oder 10 Jahren musst du nur noch sagen, das ist meine Webseite und Google wird so intelligent sein, dass sie alle Ads richtig schalten, machen, tun, dass du sozusagen gar nichts mehr in diesem Bereich machen musst. Also das wird immer einfacher. Facebook, unsere Leute, die machen diesen Facebook Blueprint-Kurs, das sind x Stunden, die man da sehr interessant diesen Kurs machen kann online. Der ist kostenlos. Wenn man noch die Prüfung machen will, kostet das 150 Franken, aber man kann auch ohne Prüfung, dann ist man, also dann kann man wirklich etwas, oder? Und wenn man die zwei beherrscht, dann kann man im Online-Marketing, da muss man kein Zeitungsinserat mehr schalten. Das lohnt sich nicht. Ja. Das ist online, kann ich genau messen, wenn ich 5 Franken ausgebe, was kommt zurück. Ich kann ajustieren, machen und ich muss einfach schauen, dass ich mehr einnehme, als ich ausgebe. Und das ist das Schöne am ganzen Online, dass es sofort messbar ist. Und so kann man gut wachsen, wenn es funktioniert. Glaubst du, dass das irgendwann vielleicht sogar zum Risiko wird, die großen Players? Wenn 80%, vielleicht irgendwann mal sogar 100%, die sind dann das neue Monopol und plötzlich kriegt die Pricing ganz viel höher oder alle gehen da drauf und dann... Das ist mehr, dass es dann viel Konkurrenz gibt und nachher verdient man wieder kein Geld oder so. Genau, es ist ein Auktionsverfahren bei Google. Aber auch dort gibt es ja Unterschiede zwischen denjenigen, die es so ein bisschen machen und wir sind vielleicht so in der Mitte, sage ich jetzt, und da gibt es noch die Superprofis, oder? Auch dort gibt es Unterschiede. Und wenn man halt immer dann an der Vorfront ist, technologisch und so weiter, oder, dann hat man auch dort noch Vorteile. Ich meine, wir arbeiten direkt mit
mit Google zusammen, mit unserer Größe. Wir sind in den Beta-Programmen. Ich glaube schon, wir sind da ein bisschen voraus zum Schnitt. Ja, wir können uns jetzt vielleicht noch nicht vergleichen mit einem Amazon, die bei Google noch coolere Sachen machen können als wir, oder? Mhm. Aber wir sind da voraus. Und die Gefahr besteht schon, dass es eine Duopol oder einfach so wie die vom Wettbewerb her, dass halt diese großen Internetkonzerne schon extrem viel abschöpfen. Aber die Geschichte hat immer gezeigt, dass irgendwie kommt wieder irgendjemand und das ändert sich wieder und man muss einfach flexibel bleiben, oder? Irgendwann ist ja der Snap aufgekommen für die junge Zielgruppe, damals erfolgreich und so weiter, vielleicht TikTok, Musical.ly, diese Sachen. Man muss einfach immer schauen, auf was kann man aufspringen, und meistens gibt es eben Opportunitäten, wo einfach die großen Werbeausgaben noch nicht hinfließen, weil die Konzerne halt träge sind, oder? Und dort kann man auch sehr günstig auf sich aufmerksam machen, oder? Also wir haben auch mal Fernsehwerbung ausgetestet und auch YouTube-Werbung und auf YouTube bin ich 10-mal günstiger als beim Fernsehen. Und das wird aber in 10 Jahren nicht mehr der Fall sein. Ja. Aber dann gibt es wieder irgendwas anderes, denke ich. Und wir werden ja beide immer älter. Wie bleibt man da innovativ und ajour mit all den Tools und Apps, die es gibt? Ja, bei mir ist es so, dass ich... Du testest alles. Ja, ich habe, glaube ich, über 1000 Apps auf meinem Mobile, weil ich halt nicht so das gerne... Ich teste die Sachen, ich finde das... ist eben quasi ein Hobby. Plus, wir sind jetzt bei uns, wir von der Kultur her, wir versuchen auch sehr viele Sachen. Wir haben sehr viel versucht, was auch nicht funktioniert hat. Also ich hatte die super Idee, also super in Anführungszeichen, und gesagt, ja, wir schauen, dass jeder, der bei uns Kunde ist, wird auch zu einem... quasi zu einem Ladenlokal, wo andere Kunden bei ihm das Möbel anschauen können. Also wenn du jetzt bei mir die Lounge gekauft hast und jemand möchte gerne das Möbel anschauen gehen, haben wir dich angeschrieben, gesagt, du, der Herr Müller würde gerne die Lounge besichtigen, ich gebe dir noch 100 Franken Gutschein, wenn du deine Lounge zeigst, bist du einverstanden oder nicht. Und damit hätten wir quasi über Nacht das größte Retail-Netz in der Schweiz gehabt, wo die Leute... Gute Idee. Oder? Genau, habe ich auch gedacht, gute Idee. Aber das wollen die Leute nicht. Ja. Die Leute wollen wahrscheinlich nicht, dass fremde Leute zu sich nach Hause kommen oder man getraut sich nicht, zu jemandem nach Hause zu gehen, um das Möbel anzuschauen. Also in Theorie tönt das alles gut, aber es hat nicht funktioniert. Ist vielleicht auch noch länderbedingt. Vielleicht in einem anderen Land hätte es funktioniert. Wir haben es jetzt nur in der Schweiz probiert. Vielleicht war es auch zu früh. Vielleicht wird es in 5 Jahren gehen. Ich weiß nicht. Ich glaube, von der Kultur her ist es einfach das Falsche. Und jetzt versuchen wir dann was Neues, wenn wir dieses Jahr lancieren, ist Möbel im Abo. Also das Möbel nicht mehr kauft, sondern man kann dann bei uns im ganzen Shop jedes Produkt auswählen und zahlt dann einfach monatlich eine Rate wie beim Mobile-Abo. Ja. Das ist wieder so eine Innovation. Also wir versuchen jedes Jahr irgendetwas Verrücktes wieder anders zu machen, und wenn es nichts ist, stampfen wir es ein, und wenn es gut ist, dann rollen wir es aus in die anderen Länder. Du hast einige Herausforderungen schon angesprochen. Gab es auch Momente sogar in deiner Unternehmerkarriere, wo du gesagt hast, ich glaube, ich nehme wieder einen normalen 9-to-5-Job an? Nee, das kein Fall. Das hat es nie gegeben. Ich hatte auch nie einen 9-to-5-Job. Also ich habe, egal wo ich gearbeitet habe, immer extrem viel und gern gearbeitet und war voll dabei und mit Überzeugung dabei. Und so ist es auch bei den eigenen Firmen. Ich überlege mir manchmal schon, ich bin 48 und sowohl mein Bruder als auch ich, wir arbeiten also sicher noch, ich weiß es auch nicht, so vielleicht 13 Stunden am Tag. Yeah. Ist relativ viel und oder ist meine Herausforderung zu sagen, wie kann ich mich so gut organisieren, so gute Leute haben, dass ich das einfach mit vielleicht 9 Stunden machen kann. Sollte ja auch genügen, müssen nicht 13 Absolut. Sein. Ja, man wird auch älter und so. Aber das ist nicht so einfach und das ist halt jetzt die Herausforderung für mich, das irgendwann mal hinzukriegen. Es ist ja gut, dass es mal jemand sagt, denn alle denken immer, wir haben ein easy Leben und sind die ganze Zeit am Wasser, wenn es heiß ist. Ja, leider eben nicht. Also, es ist auch harte Arbeit, fast jedes Business, zumindest beim Start. Auf jeden also Fall. Bei mir und so wie die Freunde, die selbstständig sind, die ich kenne, bei den meisten ist es wirklich auch harte Arbeit und einfach, man hat ja viele Widerstände und einfach nicht nachgeben, kämpfen, weiterkommen, aber man macht es ja auch gerne. Also das ist ja man macht es auch gerne, es braucht eben beides, glaube ich. Aber so ein Selbstläufer
ich kenne jetzt kein Business, das wirklich so ein Selbstläufer ist, wo man sozusagen nichts machen kann. Und ich kann bestätigen, dass du, ich habe dich ja eingeladen, Freitagnacht war ich im Büro und habe dir eine Einladung gesenkt und 5 Minuten später kam die Antwort von dir zurück. Genau. Du warst auch noch im Büro. Aber da habe ich sogar gesagt, da bin ich nicht stolz drauf, dass ich Freitagabend, und das ist bei mir selten, also ich Wochenende schaue ich wirklich, dass ich eigentlich nicht arbeite, sondern eben mit Freundin was mache oder mit der Freundin oder weggehe. Und da habe ich sogar gesagt, ich sei jetzt nicht stolz drauf, dass ich jetzt an diesem Freitagabend noch am Arbeiten bin, aber weil du so eben per WhatsApp so ein Video nach mich geschickt hast, fand ich das so innovativ, dass ich gedacht habe, ich schicke jetzt auch eine Videobotschaft zurück. Genau, der erste mit Videobotschaft, der geantwortet hat. Ich habe mich sehr gefreut. Ja, wir sind schon bald am Ende, Stefan. Was willst du vielleicht noch den Zuhörerinnen und Zuhörern oder Zuschauerinnen und Zuschauern mitgeben? Was können sie noch mitnehmen oder was haben wir noch nicht besprochen? Vieles besprochen, aber ich denke, was für mich die Motivation ist, überhaupt auch hier zu kommen, ist eigentlich vor allem für junge Leute, die sich überlegen, ja, was soll ich im Leben machen, und ich würde ja gerne selbstständig, ich habe so eine Idee, und die möchte ich irgendwie motivieren zu sagen, hey, probier es aus. Es ist, wenn du jung bist, ist das Risiko, auch wenn du scheiterst, so viel kleiner. Du hast keine hohen Fixkosten, du hast eine einfache Wohnung, du kannst bescheiden leben und so weiter. Das heißt, deine Burnrate ist relativ tief. Wenn du dich selbstständig machen willst mit 40 und du hast Familie und Kinder und die sind sich einen gewissen Standard gewohnt, dann ist einfach das finanzielle Risiko x-mal größer. Das sehe ich bei Freunden, die jetzt doch sich selbstständig machen möchten, und die schaffen dann den Schritt nicht, weil das Risiko einfach so groß ist. Aber wenn man jung ist, finde ich, wenn man eine Idee hat und das Gefühl hat, man möchte das machen, ey, unbedingt macht's, versucht es. Wenn es schief geht, kannst du immer noch nachher wieder einen Job annehmen, irgendwo arbeiten gehen. Wenn du so ein bisschen schwankst, noch nicht ganz sicher bist, dann geh doch zu einem Startup arbeiten, mach mal dort ein Praktikum oder mal ein Jahr dort arbeiten, schauen, da wirst du auch wieder eine Motivation holen, sehen, wie die das machen, und da kannst du vielleicht eben auch nebenbei, da ist das Risiko noch kleiner, oder? Wenn du angefangen hast zu arbeiten und du hast eine Idee, dann fang doch nebenbei an. Schau einfach, dass du am Abend halt an der Idee arbeitest, am Wochenende, und schau, ob es zum Fliegen kommt. Und wenn du siehst, es funktioniert im kleinen Rahmen, aber du siehst, du kannst eben Werbung machen, es kommt mehr zurück, oder du kannst diese Dienstleistung verkaufen, was auch immer dein Business ist, dann kannst du ihm noch sagen, okay, jetzt reduziere ich oder hört mit dem Job auf und geh mal Vollgas rein und versuche es ein Jahr. Und wenn es nicht klappt, okay, dann nehme ich wieder einen Job. Das sollte die Motivation sein. Kann jeder selbstständig oder dann später Unternehmer werden? Ja, ich glaube, nicht jeder ist dafür gemacht. Nein, ich glaube, da muss man ein bisschen der Typ sein. Man kann es vielleicht ein bisschen werden, wenn man es noch, oder am Anfang ist man noch formbar und so. Das muss man vielleicht ausprobieren. Aber es gibt Leute, ich glaube, die wären nicht erfolgreich und auch nicht glücklich, auch mit diesem Druck. Man hat schon Druck und Verantwortung und so weiter. Also jetzt bei uns, jetzt mit den 400 Leuten, ich spüre das schon. Und wir müssen schauen, dass wir eben Geld verdienen und wir kommen quasi immer so knapp raus, oder? Weil wir so stark wachsen und so weiter. Das ist schon ein Druck, das ist nicht für jedermanns Sache. Aber ich glaube, sehr viele Leute hätten sie von der Kultur her, das ist in Amerika ein bisschen anders, dass man in den jungen Jahren versucht, wären sie jetzt auch Unternehmer. Und sie haben halt vielleicht einen anderen Weg eingeschlagen. Mhm. Zu meiner Zeit nach der Uni war es üblich, man ging entweder ins Consulting, was ich dann auch gemacht habe, oder ins Banking. Mein Banking war Top-Löhne, Top-Ausbildung und so weiter, das war damals noch richtig angesehen. Und wenige haben sich selbstständig gemacht. Und ich glaube, das wird jetzt mehr und mehr kommen, wo die Leute auch sagen, hey, ich versuche es mal, ich habe eine Idee und versuche es, wenn es nicht geht, versuche ich was anderes. Das wird mehr und mehr kommen, hoffentlich. Was glaubst du vielleicht, du hast schon ein paar Wörter erwähnt, was braucht es, zum sagen, jetzt kann ich mich selbstständig machen? Was muss man haben, was für ein Typ sollte man sein? Ja, man muss, ich glaube, man braucht Selbstvertrauen, man braucht Eigenmotivation, weil am Anfang ist man vielleicht ganz alleine, oder? Beharrlichkeit, würde ich sagen, nicht sofort aufgeben, und ja, auch zuversichtlich sein. Also ich meine, zum Teil, eben, man geht risikofreudig. Ich bin auch relativ risikofreudig im ganzen Leben mit allem, was ich mache. Das braucht es auch, weil
sonst würde man es vielleicht gar nicht erst anfangen. Ja, ich habe auch Sachen, wo ich nicht gewusst habe, wie es rauskommt. Hätte ich das am Anfang gewusst, hätte ich gar nichts gemacht. Zum Teil muss man einfach machen und dann schauen, was passiert. Und das habe ich in meinem Leben eigentlich immer gemacht. Einfach machen, ja, und dann wieder korrigieren und schauen. Und wie finde ich die Idee für ein Business? Muss man die einfach haben oder mal irgendwie reisen gehen und schauen, was passiert da im Ausland, inspirieren lassen? Ja, ich glaube, da gibt es auch verschiedene Methoden. Man kann schauen, was machen andere. Das ist so diese Copycat-Methode, so wie wir eben Ricardo angefangen haben. Also es gab eben das eBay in Amerika und wir haben was Ähnliches gemacht. Das ist eine Möglichkeit. Kann man schauen, was wird in den USA finanziert, was für Startups und so weiter. Da gibt es x Beispiele in der Schweiz von Startups, die so angefangen haben. Man kann ein Problem lösen. Also vielleicht merkt man irgendwo in einem Bereich, ich habe selber ein Problem und da gibt es keine Lösung dafür und ich kann eine Lösung entwickeln. Das ist natürlich super, wenn man so etwas kann, oder? Man kann vielleicht, ich weiß es auch nicht, ETH, Uni und so weiter, die forschen an Sachen und sehen, vielleicht könnte man das kommerzialisieren. Zum Teil auch reisen, also ich reise viel und auch dort habe ich x Ideen, was man machen könnte. Zum Teil kann man sich auch mit Leuten zusammentun und einfach brainstormen, immer überlegen, hey, was könnte man machen. Da gibt es auch Beispiele von Gründern, die einfach x-mal sich getroffen haben, sich überlegt haben. Ich glaube, dein Deal ist so entstanden zum Beispiel. Gut, ist auch eine Copycat, das gab es ja auch, aber auch überlegt, was könnte man machen. Ich glaube, da gibt es x Methoden. Ja. Wichtig ist einfach irgendwann mal nicht zu lange Businesspläne schreiben und zu lange herumstudieren, sondern einfach mal ausprobieren und schauen, ob es irgendwie funktioniert. Ja. Definitiv. wir sind am Ende, Stefan. Wie kann man mit dir in Kontakt treten, wenn jemand sagt, den Stefan, der muss ich anschreiben? Wo bist du online verfügbar? LinkedIn findet man mich, genau. Sehr kann gut. Man dort suchen. Und die allerletzte Frage, Stefan, ist immer... Jetzt bin ich gespannt, welche Frage bis kommt. 10. Wie fett bist du jetzt im Flow? Ja, das ist jetzt extrem schnell durchgegangen, muss ich sagen. Also das ist jetzt wirklich im Fluss. Also das gibt eine gute 9. Ui, ja, danke super. Dir vielmals. Vielen Dank, Stefan. Und beim nächsten Gast hoffe ich, dass der Tisch ausgewechselt ist. Da müssen wir was machen. Das müssen wir ändern. Danke vielmals, Stefan. Danke dir. Flowcast. Abonniere mich auf iTunes, Spotify, Castbox oder auf meiner Webseite und verpasse keine Sendung mehr. Flowcast. Just Flow.